Herzlich willkommen zum 125. Teil zum Bau meiner Lego-Stadt. Heute gibt es nochmal eine Folge bei der Feuerwehrstation. Da ist ja an sich schon alles recht weit fortgeschritten mittlerweile. Am Dach fehlen noch ein paar kleine Details und vor allem, und da werden wir jetzt als allererstes mal dran arbeiten, im Innenraum ist noch gar nichts passiert. Ich werde dich als allererstes mal hinten mit in die Ecke nehmen, zeige ich dann ungefähr, was ich da eingeplant hätte. Wir werden auch heute hier mal die erste Armee an Feuerwehrleuten verteilen. Da habe ich, glaube ich, mehr als genug. Vielleicht bauen wir jetzt auch mal in der Stadt einen Großbrand ein. Das war ein Wunsch, den ich ein paar Mal jetzt über die letzten Folgen, wo wir an der Feuerwehrstation weitergearbeitet haben, gelesen habe. Ich denke mal, das werden wir alles jetzt ganz in Ruhe besprechen. Ich melde mich jetzt direkt mal hinten aus der Ecke wieder und zeige euch dann, was wir da machen werden. Hier oben halte ich mich jetzt echt zurück, was die Einrichtung angeht. Hat mehrere Gründe. Zum einen kann man das nur sehr schwer erreichen, also aus der Ecke, wo ich jetzt hier hinten reingekrochen bin, um zu arbeiten. Also das ist jetzt nicht so gut zu beobachten. Und zum anderen, es ist eine Feuerwehrstation, da ist es nicht wirklich viel Deko innen. Das ist einfach nur so, dass es funktioniert und dass alles schnell erreichbar ist. Das heißt, ich werde hier eine Bank einbauen in der Mitte, wo man sich dann drauf umsetzen kann. Dann einmal hier eine Reihe Schränke sozusagen haben und hier, das Zeug habe ich auch schon vorbereitet, da könnt ihr das Ganze hier sehen. Ich habe einmal, das fällt mir jetzt natürlich auseinander, baue ich gleich wieder zusammen, das sind einfach diese Feuerwehranzüge, die habe ich hier reingehängt. Das gleiche habe ich dann nochmal mit den Hosen gemacht. Helme werde ich vielleicht noch drauflegen, habe ich aber nicht mehr so viele da. Ansonsten müssen wir jetzt noch schauen, das sind so Kleinigkeiten, dass hier oben zumindest diese Noppen abgedeckt werden. Die können nicht offen bleiben. Ansonsten werde ich mal jetzt versuchen, das Ganze dann wirklich nur so minimal zu lassen. Einfach nur, damit man dann hier sofort die Stange erreichen kann, womit es dann hier runter geht. Unten den Bereich werden wir gleich ausgestalten. Da kommt dann eine Treppe natürlich rauf. Und ansonsten, wie gesagt, nur die Stange darunter, damit man sofort zu den Feuerwehrfahrzeugen kommen kann, womit die Sache dann erledigt ist. Und der Gang ist dann auch so ausgerichtet, dass man da keine Blockaden im Weg hat, damit das alles möglichst schnell geht. So stelle ich mir das Ganze vor, wie es abläuft. Ich bin gleich wieder da mit den eingebauten Schränken und den Abdeckungen da über den Noppen bei den Fenstern. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch direkt mal hier zwei Fortschritte in einem. Da oben ist jetzt auch nicht so viel weitergegangen. Ihr kennt die Sachen ja alle. Und zwar hätten wir hier einmal die Hosen, hier einmal die Oberteile. Jetzt hätte ich mir das Ganze so vorgestellt, dass das jetzt nachdem so ausgerichtet ist, auch so funktioniert, dass man maximal schnell hier runtergehen kann, wo ja dann hier die Stange reinführt, die dann hier runterkommt. Da habe ich im Übrigen hier schon diese Zwischenwand reingezogen. Ich habe relativ viel experimentiert. Farblich hatte ich erst überlegt, ob ich vielleicht die Außenfassade hier reinziehen soll. Das heißt hier Dark Tan gemischt mit Dark Bluish Gray und das dann eben hier so in diesen Reihen weiterzieht. Aber ich fand, es sah jetzt von außen vor allem, das zeige ich euch gleich dann natürlich auch noch, mit diesem Dunkelrot hier drin klasse aus, weil das dann nämlich dann hier die Farbe von der Außenfassade widerspiegelt. Und irgendwie hat das echt gut gepasst. Ansonsten hatte ich dann noch die Verschiebung hier überlegt, ob ich auf diesen Noppen hier gehen soll oder ob ich zwei Noppen übrig lassen soll, die dann frei sind. Sieht in dem Fall besser aus, weil hier überall die zwei Noppen frei sind. Sind alles wirklich Kleinigkeiten, die dann aber echt einen Unterschied machen letzten Endes. Ja, und hier drin habe ich noch gar nichts gebaut. Da ist jetzt natürlich nicht ganz so viel Platz, nachdem wir hier diese Lücke auf der Seite freilassen müssen, damit man hier eben die Stange hat, wo man runterrutschen kann. Die kommt dann übrigens da raus. Die Tür habe ich jetzt nicht eingebaut, damit man nicht da irgendwie sich länger aufhält, sondern direkt durchlaufen kann, hätte ich mir gedacht. Ja, und damit hat man natürlich jetzt recht wenig Platz. Das heißt, ich werde hier irgendwie so eine Art Wendeltreppe rumbauen müssen, damit man dann raufgehen kann. Ich melde mich wieder. Ihr seht dann jetzt sowieso sofort den Fortschritt. Ich habe die Ecke doch jetzt tatsächlich geschafft, fertigzustellen ohne Wendeltreppe. Es ist jetzt eine normale, dafür recht steile Treppe geworden. Dann habe ich hier diesen Bereich etwas umgebaut. Das hier werde ich gleich noch umändern müssen. Diese Plate, die da eingebaut ist, zeige ich euch gleich im eingebauten Zustand nochmal. Aber hier kommt jetzt die Treppe raus. Dann hat man vier Noppen insgesamt Platz, um dann hier rüber zu gehen. Da werde ich gleich noch so einen Zaun noch hinbauen, dass man da nicht einfach runterfallen kann. Das gleiche auch auf der Rückseite, wo die Treppe rauskommt. Ansonsten ist hier der Bereich dann für diese Stange gedacht, die ich schon im Ansatz hier eingebaut habe. Das könnt ihr da sehen. Damit bin ich aber Stand jetzt noch nicht zufrieden. Das Problem ist, ich kann euch das ja mal zeigen, wenn ich das Tier wieder rausbekomme, da das ist bis jetzt sehr gestückelt, da könnte man nicht dran runterrutschen. Ich weiß, dass es Teile gibt, mit denen man das machen kann, aber die Teile habe ich nicht da. Da werde ich jetzt erstmal was bestellen müssen. Das heißt, das wird jetzt erstmal hier noch vorübergehend auf Eis gelegt. Dann können wir endlich das Ding fertigstellen. Ich werde euch jetzt nochmal zeigen, was das Problem ist, wenn ich hier die Treppe im eingebauten Zustand mit der oberen Etage da habe. Ja, und zwar könnt ihr das hier sehen, was da das Problem ist. Da würde man sich dezent den Kopf anschlagen, wenn man hier rauf geht. Das heißt, das werde ich jetzt nochmal schnell umbauen. Melde mich dann aus der anderen Perspektive wieder, damit wir uns dann um das Dach kümmern können. Weil da haben wir das letzte Mal noch drüber nachgedacht, ob wir den Helikopterlandeplatz draufbauen sollen oder nicht.
Wir haben uns jetzt dann doch, auch wenn da die Meinungen gespalten waren, für nicht entschieden. Wir werden den Helikopterlandeplatz auf eines der Hochhäuser verteilen. Werden wir mal schauen, auf welches das dann genau kommt. Aber jetzt werde ich mich erstmal dann von da hinten wieder melden und dann schauen wir, was wir da aufs Dach drauf bringen. Bevor wir uns jetzt um das Dach kümmern, das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass wir auch hier unten ein vollständiges Gebäude haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, wenn man da hinten reinschaut, das habe ich ja gerade eben eingebaut und das kanntet ihr auch noch nicht, diese rote Wand, die da ist. Die offene Tür gefällt mir doch nicht ganz so. Ich hatte ja gedacht, dass es eigentlich nicht so schlecht ist, wenn man da keine Tür im Weg hat, damit das alles möglichst schnell abläuft im Falle eines Einsatzes. Aber ich glaube, aus optischen Gründen werde ich da trotzdem eine Tür einbauen, einfach nur, weil es dann vollständiger aussieht. Aber mit dieser roten Wand dazwischen, das sieht einfach klasse aus. Insgesamt muss ich sagen, ich bin wirklich zufrieden mit der Feuerwehrwache, die hier ist. Auch mit dem Turm, der jetzt dazugekommen ist. Es passt allgemein im Altbau. Ich hatte mir ehrlicherweise das ein bisschen schwerer vorgestellt, passend zu den Gebäuden, die hier so sind, eine Feuerwehrwache dazu zu bauen. Aber auch wenn wir jetzt hier nochmal ein paar Schritte zurückgehen, farblich absolut genial. Jetzt aber genug rumgeredet. Wir machen nochmal hier oben am Dach ein paar Kleinigkeiten weiter. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich vielleicht diese Markierung, die außenrum, beziehungsweise dieses Muster, das außenrum an der Fassade gezogen ist, an der Dachkante auch hintenrum noch verlängere. Das werde ich jetzt ausprobieren, werde mich dann da wieder melden, wenn ich dann noch ein paar kleine Details drauf gebaut habe. Und dann schauen wir uns nochmal hier die Feuerwehrflotte an. Da müssen wir auch noch ein paar Kleinigkeiten durchplanen. Ich bin sofort wieder da. Ich muss ja ganz ehrlich zugeben, dass mir das mit dem Dach ungefähr 3000 Mal besser gefällt als letzte Episode, wo wir diesen Hubschrauberlandeplatz da oben drauf gebaut hatten. Hier werden wir das, glaube ich, auf jeden Fall so lassen, auch wenn da gespaltene Meinungen in den Kommentaren waren. Das hier, ich gehe jetzt noch mal ein paar Schritte zurück, damit ihr das hier im Gesamtbild seht, ist dann jetzt auch der derzeitige Stand dieser Ecke, fügt sich echt schon klasse ein. Auch wenn noch die ganzen Verbindungen zum Rest der Stadt im Moment komplett fehlen, finde ich, passt dieses Gebäude da schon hin. Ansonsten, das hatte ich gerade eben übersehen, passt mal auf, was ich wieder für ein Glück habe bei meinen Bricklink-Bestellungen. Hier, einen zerbrochenen Feuerwehrhelm. Das macht doch wieder Freude, oder? Naja, nicht so schlimm. Ich habe ein paar Feuerwehrleute nachbestellt. Einige hatte ich auch schon da, einfach nur damit wir so einen richtigen Großeinsatz machen können. Und da wäre jetzt auch direkt meine nächste Frage für euch. Was habt ihr da so vor? Soll hier ein Altbau in Flammen stehen, der direkt hier neben der Feuerwehrstation ist? Oder soll das Ganze am anderen Ende der Stadt stattfinden? Hier vielleicht sogar im ländlichen Bereich so ein Fachwerkhaus könnte brennen. Hier das kleine Gebäude zum Beispiel, dann könnte man da eine Szene nachstellen. Das wird dann natürlich auch mit flackernden LEDs beleuchtet. Das ist dann mal wieder so ein Projekt, was im Dunkeln, glaube ich, wirklich klasse aussehen kann. Wir haben das ja hinten bei der Kirche gesehen, wo so ein paar flackernde Kerzen draufstehen. Und das hat schon einen tollen Effekt. Wenn man dann, keine Ahnung, 50 flackernde LEDs einbaut bei so einem Großbrand, ich glaube, das hat dann wirklich einen klasse Effekt. Nächste Folge würde ich ganz gern auch nochmal hier vorne weiterbauen. Der Eingangsbereich fehlt ja noch komplett. Das ist eine Sache, die wir hier noch angehen müssen. An sich, das wird jetzt echt ein bisschen schwierig werden, wie wir den restlichen Bereich hier vorne ausbauen, weil ja doch eine recht große Fläche noch leer ist. Und was mich mittlerweile echt ein bisschen nervt, ist, dass es jetzt doch noch sehr lange braucht, bis das neue Lego-Straßenkonzept da auf dem Markt ist. Das heißt, wir müssen uns jetzt echt gedulden, bis wir diese Ecke fertig bauen, auch wenn mir das mittlerweile so unter den Fingernägeln brennt, dass wir da das Ganze fertigstellen. Ich muss mal schauen, was dann nach dem Hochhaus, das ist ja auch noch nicht ganz fertig, das nächste Großprojekt ist. Ein Altbau auf jeden Fall. Hier vorne vielleicht, dass wir vor der Zugstrecke ein bisschen weiterbauen. Aber auch da ist wieder die Sache, das wäre ja so lange nicht vollständig, bis wir dann nicht endlich die Straßen einbauen. Also alles im Moment ein bisschen schwierig. Lasst mich, wie gesagt, gerne wissen, wie das mit dem Großbrand aussieht. Ein Hochhaus möchte ich, glaube ich, nicht dafür opfern. Einfach nur, weil wir dann zu viel Platz dafür opfern müssten für den Brand. Ich möchte das Ding auch nicht so dominierend machen, aber jetzt, wo wir so eine schöne Feuerwehrwache haben, dann muss auch ein Brand hin. Da bin ich auf jeden Fall eurer Meinung, weil ich das auch schon ein paar Mal in den Kommentaren gelesen hatte. Also, in diesem Sinne hätten wir jetzt dann das Ende dieser Update-Folge erreicht. Ich hoffe natürlich, wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, dann macht das doch sehr, sehr gerne, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann sage ich jetzt wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!